Man muss natürlich sagen, wenn die FDP wirklich alle ihre Pläne, was Steuerentlastung angeht, durchkriegt, wenn sie das wirklich schaffen, dann wird es richtig eng. Vor allem für die Mitarbeiter der örtlichen Finanzämter. Und einer der prominentesten Finanzamtsvertreter ist heute Abend hier bei uns bei Seitensprung. Bitte begrüßen Sie Chin Meyer. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich über Ihren Enthusiasmus. Darf ich Ihnen mal ganz kurz persönlich vorstellen. Treiber der Name, Sigmund von Treiber, Oberfinanzdirektion, Steuerfahndung. Ja. Wo ich Sie hier gerade sehe, hier ist das Formular, was wir Ihnen letzte Woche nicht zustellen konnten. Das ist eine Selbstanzeige. Aber gehalten im Stil der Spaßgesellschaft, Selbstanzeige ist Fun. Ja, also viel Spaß beim Ausfüllen. Toi, toi, toi. Ja, meine Damen und Herren, die Sachlage ist kritisch. Deutschland ist pleite. Wir brauchen jeden Cent. Wir haben eine Staatsverschuldung von 1,6 Billionen Euro. Ich würde mal sagen, das ist kritisch. Ne? Der letzte deutsche Staat, der pleite war, musste kurze Zeit später seine Grenzen öffnen. Ja. Ist es jetzt wieder soweit, ja? Müssen wir jetzt unsere Grenzen öffnen zu ehemaligen deutschen Gebieten, die wirtschaftlich höhere Raten erzielen? Wachstumsraten, ha? Huh? Müssen wir jetzt die Polen fragen, ob sie nicht noch ein paar neue Bundesländer gebrauchen können? Aber ich denke mal, so weit wird es nicht kommen. Wir sind da relativ entspannt. Den letzten Mauerfall haben wir ja auch ganz gut überstanden, oder? Ja, haben wir uns an vieles gewöhnt. Ne? Da hat ja auch viel positive Veränderungen gegeben. Die Schlangen im Konsum sind weg. Ne? Die gibt es jetzt höchstens noch bei der Deutschen Post in Wuppertal. Ne, Mangelwirtschaft ist ein Thema von gestern, außer Sie versuchen als Kassenpatient einen Termin beim Orthopäden zu kriegen, nicht wahr? Und das Schönste ist, kein Deutscher wird mehr von der Stasi bespitzelt. Das machen jetzt die Lidl, die Telekom und die Deutsche Bahn. Gut, die Wende war nicht für alle leicht. Ein Bekannter aus mir aus Ostdeutschland ist 2 Tage nach Mauerfall mal rübergefahren nach Braunschweig, ging in einen Kiosk, wollte eine Schachtel Kabinettzigaretten haben, sagt der Mann, haben wir nicht. Sagt er, das ist ja unglaublich. Ne? Kaum ist die Mauer auf, geht es auch bei euch los. So, aber wir haben jetzt 20 Jahre nach Mauerfall natürlich viele gemeinschaftliche Herausforderungen, die wir überstehen müssen. Wir haben eine Finanzkrise seit letztem Jahr. Und da möchte ich mal sagen, versuchen Sie es auch mal positiv zu sehen. Sagen Sie nicht immer nur Krise, sagen Sie, da gibt es auch Chancen. Ja, ich habe zum Beispiel letztes Jahr um diese Zeit überlegt, ob ich nicht Island kaufen soll für ein Apfel und ein Ei. Und da habe ich gedacht, nee, warte noch eine Weile, kriegst du Ungarn und Lettland zusammen für den gleichen Preis. Und seit dieser Finanzkrise ist natürlich auch klar, wo der grundsätzliche Unterschied liegt zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Im Sozialismus haben Sie die Banken erst verstaatlicht und dann ruiniert. Im Kapitalismus haben sie die Banken erst ruiniert und dann verstaatlicht. Ja, meine Damen und Herren, so sieht es aus in unserem schönen Land. Und da ist es natürlich so weit zu sagen, dass man sagen kann, okay, ne, gibt Sachen, die haben sich auch zum Positiven verändert. Viel sogar. Ne, in der DDR gab es zum Schluss immer andauernd Fleisch. Ne, alles gab es irgendwie Broiler verseucht. Ja, und das war nicht irgendein Fleisch. Das war so dermaßen mit Antibiotika und Medikamenten vollgepumpt. Da war Schweinegrippeimpfung überhaupt keine Frage gewesen. Schnitzel hätte da gereicht. Ja, und es gab viele Sachen, die auch besser waren als bei uns. Die Alten zum Beispiel wurden anständig behandelt. Wenn Sie im Osten Deutschlands ein alter Mann mit Prostataproblemen und einer ausgewachsenen Verfolgungspsychose waren, dann wurden Sie nicht seelenlos in ein Heim abgeschoben. Dann kamen Sie ins ZK der SED. Na klar. Und es ist ja auch viel bergauf gegangen. Auch gerade fiskalisch muss man sagen, das war gut. In vielen Ländern haben, in vielen Gegenden haben wir blühende Landschaften. Ne, sagen wir einfach nur Heiligendamm, dieses wunderbare Hotel. Da gab es ja vor 2 Jahren sogar den G8-Gipfel. Woran erinnern Sie sich da noch? An den Zaun, genau. Und das war ein toller Zaun. Ne? Der hat 11 Millionen Euro gekostet für 5 Wochen. Und da hat er alles, was ein guter Sicherheitszaun braucht. Ne, Stacheldraht, Sperrzone, Geruchsproben, Hunde, jede Menge Fopos. Und das ist das Schöne, man kann im Osten Deutschlands wieder Rendite erwirtschaften, indem man sich einfach auf die Kernkompetenzen besinnt.
das Schöne ist, wir können auch wieder gemeinsam miteinander lachen. Es gibt ja nicht nur Ossi-Witze, es gibt ja auch die Witze, die sich auf Ossis und Wessis stürzen. Was kriegen Sie beispielsweise, wenn Sie einen Ossi mit einem Wessi kreuzen? Einen arroganten Arbeitslosen. Ja, arroganter Arbeitsloser oder abgekürzten Berliner. Gut, aber ich will Sie gar nicht mit solchen Sachen aufhalten, meine Damen und Herren. Es hat sich sehr viel verändert. Das Fernsehprogramm ist auch völlig anders. Was macht dieser Tage Quote? Was wird geschaut? Deutschland sucht den Superstar, Dschungelcamp, Bauer sucht Frau. Ne? Dieter Bohlen, Bild und RTL bestimmen unser Leben. Und ich würde mal sagen, das ist die Rache Honeckers. Ne? 20 Jahre nach Ende des Sozialismus haben wir faktisch die Diktatur des Proletariats. Gut, aber dagegen gibt es ja jetzt die schwarz-gelbe Bildungsoffensive. Ja, es gibt sogar ein Betreuungsgeld ab 2013. Wenn Sie Ihr Kind dann nicht in eine Kita schicken, sondern zu Hause lassen, dann kriegen Sie 150 Euro monatlich. Ja, wenn Sie da 3 Kinder im Vorschulalter haben, ne, dann legen Sie es zusammen, kaufen sich im ersten Monat schon mal einen neuen Babysitter namens Flachbildschirm. Den Rest des Geldes können Sie dann angenehm in Branntweinsteuer investieren. Und das finde ich das Unglaubliche. Ne? Eine konservative bürgerliche Regierung ist die erste, ja, die gezielt türkische, arabische und bayerische Parallelwelten subventioniert. Gut, und viele Menschen fragen sich jetzt auch besorgt, Mensch, wo kommt denn dieses ganze Geld her, was auf einmal da ist für diese Rettungsschirme und die Steuergeschenke? Wessen Geld ist denn das? Und da kann ich Sie von staatlicher Seite aus beruhigen, das ist gar nicht Ihr Geld. Nee, das ist auch nicht das Geld Ihrer Kinder. Das ist das Geld Ihrer Ur-Ur-Urenkel. Ja, also Menschen, die Sie nie kennenlernen werden. Und wenn die Bevölkerungsentwicklung in diesem Land weiter so läuft wie im Augenblick, ist das sowieso ein türkisches Problem. So, meine Damen und Herren, und damit möchte ich Sie für heute mal alleine lassen. Denken Sie dran, wir brauchen Ihr Geld. Schließlich müssen wir auch was haben, von dem wir Ihnen Steuergeschenke machen können. Also bleiben Sie ehrlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Chen Meyer.